Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dem heutigen Podcast. In dem heutigen Podcast möchte ich über die Phasen und Dynamik in deine Verbindung, in deine Zwillingsflammenbeziehung sprechen. In dem heutigen Reihenfolge nehmen wir die erste Phase, deine Zwillingsflammenverbindung vor. Ihr seid von Beginn dieses Lebens räumlich voneinander getrennt. Vielleicht auch habt ihr auch in unterschiedlichen Kulturen gelebt und weit voneinander entfernt, vielleicht auch in fernen Ländern, in anderen Kontinenten, bis ihr auf eine gewisse Art und Weise diese seelische Höhe erreicht habt, wo ihr euch begegnen sollt. Und diese räumliche Distanz hat dazu hingeführt, dass ihr schon Synchronizitäten erlebt habt, dass ihr auch Ortwechsel vorgenommen habt, Schwierigkeiten in eurem Leben hattet und Komplikationen. Und wenn die Seele spürt, dass der geliebte Zwilling so lange räumlich getrennt war voneinander, dann begibt er sich auf der Reise zu dir. Und wenn ihr euch begegnet, dann habt ihr das Gefühl, die Seele schon ewig zu kennen. Die Seele ist voller Glück und weint vor Freude, vor Glückseligkeit. Der Beginn dieser Euphorie ist diese hochschwingende Liebe, das ist wie ein Rausch, Rausch von Glück. Nach vielen Jahren ist endlich ein Wiedersehen da und es ist in greifbarer Nähe und ihr spürt euch und da kommen diese Glücksmomente, dieser Glückszustand entsteht dadurch. Das erste Mal. Diese seelische Entwicklungsstufe ist wichtig, damit ihr euch vereinigt. Aber auch dieser räumliche Abstand, was ihr erlebt habt, hat euch dazu gebracht, dass ihr dieses Glücksgefühl in eurer Seele spüren könnt. Oft träumt man vor der Begegnung von dem Zwilling, von der Zwillingsflamme. Oft hat man eine Vorahnung, dass man sie begegnen kann. Wenn du dich auch in eine Zwillingsflammenverbindung befindest und das Gefühl hast, genau das ist jetzt gerade in deinem Leben, du erkennst dich in diesen Worten, und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst oder wie dieser Prozess verläuft, gerne unterstütze ich dich als Coach, Hypnose-Master und spirituelle Lehrerin. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen und begleite dich gerne bei dem Thema Liebe, Partnerschaft, Zwillingsverbindungen, Seelenpartnerschaften, Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Entwicklung. Über einen kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch mit dir freue ich mich sehr. Du findest meinen Kontakt unter dem Video in der Infobox. Ich freue mich auf dich. Bis bald, deine Valeria.